begrüße euch zu diesem Video. Ich bin auf dem Weg zu einer alten verfallenen Mühle. Das sagt zumindest Tante Google Maps. Nämlich geht direkt den Bach lang und die Straße. Also sehen und gesehen werden ist hier kein Problem. Aber hier liegen schon Betonplatten weg. Ich glaube, das wird was. Also bleibt dran, wird bestimmt interessant. Hier hat man das Gefühl, bei jedem Auto, was vorbeifährt, dass es als einen beobachtet. Und jetzt kann man hier auch schon uralte Reifen sehen mit Felge drin. Da vorne hinter den Bäumen schon das erste Gebäude. Ein bisschen muss man aufpassen, weil ich habe so ein paar, vielleicht 50, 60 Meter weiter stehen Wohnhäuser. Was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, ist ein Schild betreten verboten oder dergleichen. Also sind wir legal hier momentan. So. Erste Gebäude. Aber besser gesagt, was davon übrig ist. Steht auch schon ein bisschen länger leer. Die Vermieter haben es in einen nicht gerade tollen Zustand hinterlassen. Aber gehen wir mal weiter. Hier hing vermutlich mein Tor drin, was jetzt hier steht. Metall. Gehen wir rein. Das ist alles Naturstein. Das ist Metall. Ein irgendwas. Gehen wir näher dran gucken. Man kann das ein Safe sein. Vorne, das ist eine Safe-Tür. Jo, Leute. Das ist ein alter Geldschrank. Leider leer. Und das ist die passende Tür dazu. Da hat sich auch eine Arbeit gemacht, die hier hinzustellen. Hier war mein Eingangsbereich. Also, die Scharniere sind durchgeschnitten worden. Wie gesagt, da hat sich eine Arbeit gemacht. So, raus ins nächste Gebäude. Das wird bestimmt auch seinen Grund gehabt haben, warum hier Steine anders angeordnet sind als überhaupt. Eine Möchtegernleiter. Hier scheint sich was zu tun, nur ich hoffe heute nicht. Das ist eine alte Mühle, warum hoffe ich, dass wir irgendwo einen alten Mühlstein finden? So, hier Reifenlager, überall reift. Zugebaute Fenster, ein Dach, was eindeutig die besten Jahre hinter sich hat. Sind wir mutig? Gut, heute bin ich mutig. Das muss mir auch einer erklären. Das war bestimmt meine Toilette hier.
Das ist auch so ein Ort, da sind die Metalldiebe. Und wie man da oben dran sieht, die Brandstifter schon lange weg. Raus. Den Turm schauen wir mal, ob wir gleich reinkommen. Aber hier gibt es noch ein Gebäude. So, was haben wir hier? Das muss noch die Hauptsicherung gewesen sein, wie man sieht. Ansonsten, da ist auch noch eine Tür. Ein alter Stuhlsitz. Gehen wir weiter gucken. Da vorne sind die Wohnhäuser, von denen ich geredet habe. Den Turm könnte interessant werden. Es ist zwar alles drin eingestürzt, aber könnte interessant werden. So. Hier. Trockenanlage. Keine Ahnung, was das war. Noch ein altes Rohr. Also ist hier irgendwas getrocknet worden. Noch jede Menge Haken dran. Als ich da drunter stand, habe ich auch nicht gerade. Hier. Wow. Also ich finde das geil. Schornstein steht da auch noch. Ich würde mich nicht wundern, wenn da unten auch nur Asche drin ist. Mal hier rum. So. Ich finde das toll, so wie sich die Natur hier alles zurückholt. Eingang, Ausgang. Alten Pfeiler, auch noch Träger drüber, aber guck mal, durch die Träger kann man schon durchgucken. Es muss Urzeiten her sein, dass hier mal was gearbeitet wurde. Schon allein dieser Baum hier, guckt euch an, das ganze Moos da drauf. Geil, oder? Wenn ihr es anguckt, guckt euch mal den Schornstein an. Unten wurde eingefeuert. Und da oben scheint mal eine Art Eingang gewesen zu sein, zum Backen oder dergleichen. Also es könnte sein, dass es jetzt gleich Ärger gibt. Da vorne hat ein Auto angehalten. Hier, ich werde es nicht bewegen. Das Ding bleibt jetzt an, dann schauen wir mal. Na, wo bist du? Gehen wir mal zurück zum Auto. Ich schätze, der wird mich da erwarten. Der ist hier gerade sehr langsam aufreizt vorbeigefahren. Hat immer wieder hier rüber geguckt. Hat auch gewartet. Da steht mein Wagen. Der. Dann komme ich so weitergefahren. Nee. Der steht da und wartet. Ich
grüner Geländewagen jedenfalls. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe erstmal einen kleinen Nachtrag für gestern. Und zwar, als ich wieder am Auto war, war da ein Förster, der sich sehr wichtig hielt. Aber erstmal hielt er sich nur für wichtig, der das Theater gemacht hat. Und dann noch weinte, gute 10 Kilometer hinter mir herfahren zu müssen. Ich hoffe, die 3 Runden im Kreisverkehr sind gut bekommen übrigens. Ansonsten ist nichts passiert. Und deshalb schließe ich jetzt dieses Video einen Tag später. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Mühle. Und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Relax to Urbex. Lasst ein Abo da. Und bis ja, Daumen nach oben, Glocke. Also macht's gut, tschüss.